Hallo und herzlich willkommen bei Jodde Aquas Gaming. Servus Leute, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Hallo Jodde Aquas Gaming. Hi Thorsten. Servus Thorsten, schön, dass wir wieder da seid. Oh, schön, dass ihr da seid. Weiter geht's mit unserer Reihe zu deinem IABLC-Becken. Das haben wir ja ein wenig begleitet. Heute ist die Maintenance dran und du hast auch schöne Fische eingesetzt. Die wollten wir natürlich auch mit zeigen. Darum geht's heute in dem Video. Also seid gespannt und habt viel Spaß beim Schauen. Becken vom Thorsten, um das es sich ja dreht, ist ein Wettkampfbecken für den IABLC und das Problem ist, dass man die Fotos oder beziehungsweise Videoaufnahmen in den sozialen Medien vor Bekanntgabe der Ergebnisse nicht zeigen darf. Das heißt, wir dürfen nicht komplett von vorne filmen, wir dürfen euch leider das Becken nicht komplett zeigen. Wir zeigen euch aber einige Ausschnitte, die schon ein bisschen erahnen lassen können, wie das Becken zusammenwirken könnte. Ja, also das Becken ist übrigens phänomenal, Thorsten. Also muss man wirklich sagen. Danke. Schaut richtig gut aus. Ich meine, du hast uns vorhin schon ein paar so Kritikpunkte aufgezeigt, was du ändern würdest oder was dir nicht so gefallen. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Und du hast ja auch Fische eingesetzt, die ich mega cool finde. Also richtig gute Auswahl. Ja, aber keine einfache Auswahl. Das glaube ich. Das wirkt ganz gut. Jetzt sehe ich aber hier in dem Becken noch einen sehr außergewöhnlichen Fisch, den ich eigentlich gar nicht erwartet hätte. Du hast ja da so Skalare mit in einem Aquascape. Genau, und zwar eine blaue Zuchtform. Ja, ich wollte auch schon immer mal Skalare haben in einem Aquascape oder in einem Nature Aquarium. Ich denke, dass das so die Mindestgröße von einem Becken ist für Skalare, von einer Höhe von 50 cm. Zuerst hatte ich die Schwarmfische gehabt und habe dann halt noch einen Beifisch gesucht, der das gut ergänzt irgendwie. Ich stand halt stundenlang da bei meinem Fischdealer des Vertrauens und irgendwann ist mir dann der Skalar trotzdem ins Auge gefallen, weil es wirklich schwer war, einen Beifisch für die schon vorhandenen Schwarmfische zu finden. Ich denke, das Farbenspiel und der Kontrast zu dem schwarzen Phantomsamen, da zeige ich es einfach mal, was die anderen Fische genau, ist, das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt. Ist halt, sag ich mal, so ein Farbenwechsel, der ist so schwarz-grau und hat so ein blaues Auge und die gleichen Farben sind eigentlich in dem Skalar vorhanden, nur in einem anderen. Genau. Zusammenstellung und ich denke, die passen ganz gut. Passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Ich meine, die Skalare werden natürlich noch ein bisschen größer. Ja, also für einen Final Shot, so jetzt einfach mal, wäre es auf jeden Fall, wenn sie gut, wenn sie noch ein paar Zentimeter größer wären. Hm. Dass sie sich von der Größe her ein bisschen von den anderen Fisch absetzen. Genau, sozusagen. Dass sie noch mehr halt einfach so ein bisschen von der Größe her mehr präsent sind. Schauen wir mal, ob sie in den nächsten 3-4 Wochen noch ein bisschen erwachsen. Füttern durch so gut, fressen uns auch gut. Wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich will das Becken jetzt darüber hinaus noch lange pflegen. Ja. An sich bin ich da mit dieser Fischauswahl sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall. Jeden Tag nahe zu gucken, es macht einfach Spaß. Unabhängig jetzt von dem Wettkampfbecken und von dem Fototermin für den Final Shot. Phantomsalmler, Skalare, du hast ja aber auch noch andere Fische drin. Genau, die dritte Fischart ist der orange Zitronensalmler. Der spiegelt auf jeden Fall deine Pflanzenauswahl von der Farbe her sehr gut wider. Also die passen, gerade mit dem knallroten Auge und diesem orange-roten Körper. Wenn man sich jetzt mal deine Pflanzen anschaut, die treffen ja diesen Farbton sehr gut. Weil halt nicht die grünen, aber halt natürlich die rötlichen. Ja, ist halt tatsächlich schon ein bisschen für das Aquascape so ein bisschen groß, die Fische, wenn man so will. Ne, man greift eigentlich immer auf kleinere Fische zurück, um da so ein bisschen die Größe des Scapes mehr rauszukriegen, aber ich bin halt immer doch mehr auf der Seite Nature Aquarium wie Diorama. Und das waren eben Favoriten, meine Favoriten, Grüße nach Wien, meine Favoriten, die ich immer mal haben wollte. Und in der Größe von dem Becken, wie gesagt, kann ich das jetzt realisieren, denke ich. Dann habe ich noch eine Gruppe oder Zynglos drin, also die habe ich vorne auf Video gebracht, ich schaue mal, dass ich es dann noch mit Filmen kann. Also den braunen Otocynclus, der hat allerdings jetzt einen neuen Namen, der läuft nicht mehr unter Otocynclus. Aber kannst du dann später nochmal abfilmen vielleicht, den habe ich tatsächlich lieber, wie den normalen Otto. Ich finde ihn optisch einfach schöner. Und wenn man Glück hat, tatsächlich kriegt man Nachwuchs. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich noch die Sulawesi Inlandsgarnele drin, Posthornschnecken. Amanus. Und jetzt vor einer Woche eine Gruppe von 30 Amanus eingesetzt. Dementsprechend ist er dann. Man sieht die Amanus nicht. Aber das muss man auch richten. Man sieht, dass doch irgendwo das Säul zwischen die Steine durchrieselt. Da schaut gerade einer raus da hinten. So Ratte da. Da unten sitzt noch einer. Jetzt ist ja sogar,
gar nicht mehr so lange hier bis zum Final Shot. Wir haben jetzt schon fast Ende April. Das ist schon fast in der heißen Phase. Du machst jetzt halt einmal eine Maintenance an dem Becken. Genau, ich nehme euch heute mal mit zur Maintenance an dem Becken. Hm. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen Pflanzen geschnitten. Aber ich muss trotzdem heute noch ein bisschen Feinschliff, will ich jetzt mal sagen. Eigentlich ist das Becken noch nicht so an dem Level, wo man sagt, ja, ich mache jetzt den letzten finalen Schnitt fürs Foto. Soweit bin ich noch nicht. Aber aufgrund von zeitlichen Terminen und so weiter habe ich jetzt den ersten Termin für den Final Shot mit dem Basti Anfang Mai ausgemacht. Also das sind jetzt 3 Wochen? Das sind jetzt noch 2 Wochen bis dahin. 2 Wochenenden bis dahin. Ja. Also muss ich heute noch mal ein bisschen die Schere anlegen, dass es vielleicht bis dahin dann einigermaßen so ist, wie man sich's vorstellen. Also das heißt, du schneidest heute noch einmal so mit dem Wunsch, noch mal ein Wachstum zu erzeugen und beim nächsten Mal ist es dann einfach nur wirklich in Form bringen. Viel Masse kann ich nicht mehr erzeugen, denke ich. Also ich werde nochmal da schneiden, was einfach schon zu hoch ist. Mhm. Da werde ich nochmal die langen Triebe ein bisschen wegnehmen und vielleicht nur nochmal ein bisschen so Form schneiden, aber so richtig einen krassen Rückschnitt, dass ich mehr Volumen kriege, das wird in den nächsten 2 Wochen nochmal passieren können. Ja. Du hast ja gesagt, du bist mit der Pflanzenauswahl im Hintergrund teilweise nicht so zufrieden und hättest trotzdem gerne ein bisschen anders daran gehabt. Ich hatte diesen Wunsch, wo ich, also eigentlich grundsätzlich sage ich jetzt, wenn ich das Becken jetzt erzähle, mit dem Besatz, wie gesagt, die Skalare waren eigentlich nicht so auf dem Plan gestanden, das hat sich einfach so jetzt entwickelt, so spontan, könnte ich mir andere Pflanzen besser vorstellen dazu. Ja, also mehr grasartige Pflanzen und nicht so viel verschiedene Blattformen und nicht so viel verschiedene Farben, damit das Hardscape und die Fische besser wirken. Ja. Das hatte ich zwar damals schon im Kopf gehabt, aber aufgrund dessen, dass ich schon spät angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich brauche aber mehr Stängelpflanzen, Rotalas, mehr Vielfalt, damit ich viel Pflanzenvielfalt habe, dass es sich schneller entwickelt, dass ich nicht so lange Algenphasen habe. Dass ich nicht so lange Algenphasen habe. Und es gestaltet sich halt schwerer, wenn man eben langsam wachsende Pflanzen beginnt, mit langsam wachsenden Pflanzen beginnt. Mhm. Generell so bringt die Vielfalt von den Pflanzen ein bisschen Unruhe hinein, finde ich jetzt. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Das ist jetzt wieder alles mega auf hohem Niveau. Ne? Also ich bin mit der Entwicklung schon zufrieden. Hohes Niveau. Ja, ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Die Pflanzen stehen ja auch gut da. Wie gesagt, noch ein bisschen Probleme mit Grünalgen. Da muss ich die Düngung noch ein bisschen anpassen. Da war ich halt ein bisschen vorsichtig mit dem Düngen. Es hat auch eigentlich gut geklappt, weil ich keine großen Probleme gehabt habe mit Algen. Kannst du uns einen ganz kurzen Ablauf geben, mit was du anfängst? Also wahrscheinlich Pflanzen schneiden? Also zuerst nehme ich mir meistens für meine Sprühflasche aus dem Aquarium wegen Wasser raus, damit ich später die Pflanzen nass halten kann, wenn der Wasserstand sinkt. Jawohl. Ach, du besprühst tatsächlich mit dem Aquariumwasser dann nur? Okay. Dann arbeite ich mich eigentlich von oben nach unten vor, sag ich einfach mal. Ich entferne schon mal oben da so ein bisschen Algen mit der Zahnbürste oder mit so einem Holzstab. Pflanzen schneiden, Algen absaugen, Säul, der da hier rausrieselt, absaugen und Mulm aufwirbeln, absaugen. Gut, dass heute so viele Leute da sind. Könnt ihr mal ein bisschen Schlauch halten und keine Ahnung, wenn ich zur Hand gehe. Und dann würde ich sagen, Scheiben putzen, Kanten, Silikonkanten reinigen. Ganz wichtiges Thema. Und dann füllen wir das Wasser wieder auf, geben die Wasserzusätze bei, hänge die Technik wieder neu. Dann sind wir fertig. Also der erste Schritt ist jetzt erstmal deine ganzen Algen aufzuwickeln. Genau, also da wo ich jetzt bequem hinkomme, ohne den ganzen Arm nass zu machen, da tue ich jetzt erstmal die Algenwindler aufdrehen. Die langen Fäden, also die langen Blätter, Grashalme, die ihr jetzt da seht. Das ist eine Pflanze, die erst später noch dazugekommen ist. Das ist ein Eriocaula und Federduster. War beim Erstbesatz einer dabei. Ja, und da, wo halt die grünen Algen so in der Guyana drin hängen, da muss man da aufpassen. Mit dem Absaugen oder so, weil dann ziehst du teilweise die Pflanzen alle mit raus. Du saugst die Pflanzen mit raus. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Kannst du mal die Stängel wegschneiden, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Mhm.
Halt hier auf der rechten Seite zum Beispiel sind jetzt die nicht so dicht, die Rotellas. Das ist das, was mir auch noch nicht so gefällt, aber das wird wahrscheinlich auch noch recht viel besser werden. Hm. In dem Bereich da, ne? Da hätte ich es gern dichter wie da drüben. Wie halt links da, ne? Da. Ja, ja. Hier ist schon, ja, der Busch schaut schon deutlich, ich sag mal, vitaler und buschiger aus. Hm, weil ich hier drüben teilweise echt wirklich nachsetzen muss und auch wieder Pflanzen inne, wo die vergammelt ist. Hm. Oder auch die falsche Pflanze in der war. Da hatte ich auch, ich weiß genau, was ich da inne gehabt habe. Hat aber halt auch nicht so ins Bild gepasst. Dann habe ich jetzt hier nochmal so einen Busch Guyana nachgesetzt. Die wächst halt natürlich auch nicht so schnell, ne? Ja, aber macht sich immer gut. Also da, wie sie jetzt die Köpfle da so drüber steckt, die schaut richtig geil aus. Genau. Aber da muss ich halt dann mal schauen, wie es letztendlich dann ist, wenn wir das Foto machen wollen. Hm. Von der Tripadida hier, da muss man auch mal ordentlich wegschneiden, dass das nicht überhand nimmt. Ja, klar. Das hat immer eine Phase, wo es richtig geil ausschaut. Ruhig immer mehr wegschneiden, dass es mehr nackig wird, aber weil die wächst schön gut wieder nach. Weil wenn es dann zu viel wird, dann ist es auch nicht mehr so schön. Die wächst auch nach hinten rein, die Stängelpflanzen, ja, das die, hast du glaube ich auch schon mal gesagt, ne? Genau, die übernimmt ja dann alles. Genau, also, und da riecht halt die Triebe, die kann man davor holen und dann schneiden wir sie ab, dass die nicht so nach hinten wächst. Man kann das nicht vermeiden. Die Triebe, die man noch erreicht, die kann man ruhig da rausziehen und dann schnatzt es halt ab und dann ist gut. Also hier kommt da zum Beispiel so ein Tripadida-Trieb raus, was ich vorhin angesprochen habe. Hm. Dass sie dann durch die ganzen Stängelpflanzen wachsen, weil eigentlich sind die Pflanzen da hinten, ne? Ja, habe ich so mal gepflanzt. Also ich habe es auch hier vorne, ne? Die habe ich aber so krass zurückgeschnitten, weil die war hier recht präsent. Und die Pflanze in der Form und die Plattform hat da vorne jetzt gar nicht gepasst. Bei der Danegi da, Mini, da bin ich mal auch. Jetzt ist der Witcher schon fast wegen Eich groß. Der Bereich ist schön. Und da ist das schon wieder zu groß, fast das Blatt. Groß, ne? Großen Trimmer suche ich mit der Pinzette raus und dann das kleine Zeug hole ich mit dem Kescher raus. Ja. Weil ich habe ja nur einen kleinen Kescher. Da passen die großen Stücke nicht rein. Der vierste Scherb jetzt 250 Euro. Keine Kohle mehr mit dem Kescher. Also ich habe jetzt den wichtigsten Job. Ich bin der Schlauchhalter und der Wasserstandsüberprüfer. Genau, weil eigentlich könnte ich ja das Abwasser weglaufen lassen. Durch meinen Ablauf dahin. Aber du brauchst es noch. Ich brauch's nimmer. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach nur mit dem Schlauch, mit dem Rohr ins Becken reingehe und ich dann da hinten in die Pflanzen rumfummel, kann schon sein, dass mal Garnelen oder so angesaugt wird. Jawohl. Und wenn die da wegläuft, dann ist er weg. So ist halt erst beim Armer, dann kann ich es jetzt nur noch rausholen. Ne? Schon beim Scheibenreinigen angekommen. Der Thorsten nimmt hier einen Klingenreiniger. Schon mal irgendwie die Scheiben zerkratzt damit? Nee. Muss halt aufpassen, wenn du unten dann beim Sand bist, dass du dann nicht den Sand mit aufnimmst und dann an der Scheibe entlang ziehst damit. Genau, die Silikonnähte halt immer so halt, ne? Und nicht so. Ja, ne? Also halt wirklich an der. Ja, der ist ja auch noch so abgegrenzt, ne? Also du kostest genau. Gar nicht noch. Also du kommst da nicht ran, ne? Und für die Kanten an sich nehme ich dann eine Zauberschen einfach. Also ich habe es auch schon mit dem Schwamm gemacht, ne, mit dem kleinen weißen Schwamm, der da am Tisch liegt. Da muss man halt nur aufpassen mit dem Arm dann halt, dass man halt dazwischen durchkommt oder halt da nicht irgendwie hängen bleibt und dann das ganze Zeug einreißt. Ich mache es ja immer ganz gern, dass ich mal die Filterwarte und mal Pinzetten rumwickeln. Ne? Das geht auch, wenn man an Stellen nicht nah kommt. Kommt mal schön, ey.
Der Rico will leider die Glaswaren jetzt sauber machen. Deswegen lassen wir sie halt so, wie sie ist. Ich bin extra meiner Frage so, dass ich eine Stunde später ankomme. Die können wir schon mal sauber machen. Also das Wasser ist wieder drin. Du hast nur super Arbeit geleistet. Also die Bereiche gerade da hinten, wo so viele Algen drin waren, die schauen jetzt wieder tiptop aus. Alles andere richtig fresh. Jetzt kommen wir die Zusätze noch ins Wasser. Bakterien tun wir rein. Special Blend. Dann salzen wir das Wasser ein wenig auf wieder, das Osmosewasser. Green Gain tue ich mit rein, damit sie noch mal ein wenig einen Boost kriegen, die Pflanzen, damit sie doch noch ein wenig wachsen für unseren Termin. Hm. Und halt Dünger. Nutze ich Masterline 1 und 2 und ein bisschen Huminstoffe für die Fischis. Und auf wie viel Mikrosiemens salzt du dann auf? Also zwischen 200 und 300 Mikrosiemens. Das auffällige Salz, was ich verwende, das ist nicht so ganz fein, sind einige Klumpen innen. Deswegen hole ich mir erst ein wenig Wasser raus. So 200 ml eigentlich. Und gebe da das Salz erstmal rein. Deswegen rühren mit einem Löffel. Da tut sich schon ein wenig vorauflösen, die großen Körner klumpen, ein wenig zerdrücken mit dem Löffel, dann habe ich die großen weißen Krümel nicht so lange im Aquarium liegen. Und wie gesagt, alles so nach Gefühl, das ist ungefähr halber Löffel, den ich da brauche. Und dann komme ich irgendwo bei 250 plus minus. Das sind dann raus. So Erfahrungswerte, wie viel das man jetzt dann letztendlich dann jetzt jeder Woche einhaut von dem Salz. Genau. Also wenn ich jetzt messe, nach dem Auffüllen bin ich irgendwo bei 160 Mikrosiemens. Können wir mal schauen, ob es stimmt. Das überprüfen wir natürlich gleich einmal. 159. Ja, da kennt jemand sein Becken, ne? Aber ich würde jetzt sagen, das Salz tun wir dann am Schluss neu. Dann tun wir erstmal den Bakterienzusatz neu. Das ist die Lieblingszutat von meiner Frau. Von jeder Frau. Und selbst da gehe ich an, immer, gehe ich einfach nach Gefühl. Tue einfach so einen Schwupps, nein, was ungefähr so ein Messbecher ist. So, was haben wir dann noch? Da haben wir noch Dünger rein. Das ist ein bisschen umgefüllt. Das ist nicht das drin, was draufsteht. Also das ist der Masterline 1. Masterline 1. Mikronährstoffe. 3, 4, 5. Machen wir 6 Hübe. Und der Masterline 2. Makros. 8. 9, 10. Also tendenziell ein bisschen mehr Makros wie Mikros. Genau. Dann wollen wir mal die Strömung ein bisschen hochstellen, dass sich das schön verteilt alles. Im Liquid Humin. Da aufpassen, dass es nicht zu viel wird, sonst wird das Wasser gleich wieder braun. Kann man natürlich auch dafür nehmen, wenn man wirklich Schwarzwasser haben will. Ne? Ja, genau. Ich bin gerne von ADA. Nimmt man ja eigentlich, wenn man radikal zurückschneidet, dass sich die Pflanzen schneller regenerieren und gut wieder austreiben. Ich nutze es aber ganz gerne regelmäßig, trotzdem, wenn ich nicht so viel zurückschneide, weil da die Pflanzen trotzdem ein wenig einen Schub kriegen und gerade am Ende zum Final Shot hin die Pflanzen ein bisschen besser und schneller wachsen, noch kräftiger wachsen. Und da reicht es so wenig, weil die Flaschen ist ja wirklich recht klar. Genau. Also sind ein Tropfen auf 20 Liter. Hat Spaß gemacht, einmal zuzuschauen bei der Maintenance, wenn man es nicht selber machen muss. Ne? Dann ist das ganz entspannend, aber du hast hier ganz entspanntes Zeug gemacht. Ich meine, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann macht sowas auch Spaß, die Aquariumpflege. Ja, wenn die Kamera läuft, dauert sowas eh noch mal um die Hälfte länger.
Wie lange brauchst du gewöhnlicherweise? Weil jetzt waren wir 2,5 Stunden drüber. Also eigentlich eine Stunde. Ha. Maximal. Ja, das ist schon so mit der Kameraperspektive hier und da wird noch gewartet, wenn man zu dritt ist. Dann geht einfach die Zeit vorbei, aber im Endeffekt hat es ja trotzdem wieder Spaß gemacht. Das ist ja einfach ein Hobby und das gehört eben auch dazu. Ja, Leute, dann bleibt uns nichts anderes übrig, wie uns zu bedanken fürs Zuschauen. Und bei dir bedanken wir uns, dass wir wieder dabei sein konnten. Gerne, genau. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns mal einen Daumen nach oben da. Abo wäre auch nicht schlecht. Gut für den Algorithmus und für uns. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt einen Kommentar. Also wir fragen dann Thorsten, was er dazu sagen würde und antworten dann in seinem Namen. Also, manchmal lese ich als Kommentar und antworte selber. Genau. Also Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Servus. Ciao.